Diensten nicht zu verantworten, sollten Sie gegen alle Fakten und Vernunft auf einer Weiterführung der sinnlosen Maßnahmen bestehen, müssen wir davon ausgehen, dass es Ihnen dabei nicht um das Wohl des Volkes geht. In diesem Fall fordern wir einen Corona-Untersuchungsausschuss, dem die verantwortlichen Politiker und Berater Rede und Antwort stehen müssen. Wer bewusst und ohne evidenzbasierte Grundlage den Schaden der deutschen Bevölkerung in Kauf genommen hat, muss zur Verantwortung gezogen werden. Ich habe am Anfang meiner Ausführungen gefragt, warum stehen wir immer noch auf der Straße? Und ich habe vernommen, dass es wahrscheinlich ein nächstes Thema gibt, selbst wenn das jetzige abklingt, nämlich 5G. Es ist bekannt geworden, dass unser Immunsystem von 5G aufs Schwerste geschädigt wird. Also kann eine nächste Pandemie aufgrund dieser Machenschaften in Gang gesetzt werden. So, Thank you.